Die kosmische Dreiheit, was ist das? Da sprechen die Chinesen immer von der kosmischen Dreiheit und keiner weiß Bescheid. Aber ich zeige dir das heute auf, was die kosmische Dreiheit ist. Im Feng Shui sprechen wir immer von den drei Arten des Glücks. Da gibt es das Himmelsglück, das Menschenglück und das Erdenglück. Und beim Himmelsglück, da kann man sich das so vorstellen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurde, in eine bestimmte Familie hineingeboren wurde. Und dieses Glück kann ich nicht wirklich beeinflussen, denn ich hatte keinen Einfluss, in welche Familie ich kam, oder ich hatte keinen Einfluss, wie ich auf die Erde kam. Also das heißt, das ist etwas, was wir als Schicksal auch bezeichnen könnten. Und dieses himmlische Glück wird uns immer das ganze Leben natürlich auch begleiten. Also das heißt, es begleitet uns in dem Sinne, denn wir kennen es, manchmal gibt es so eine Art Schicksalsschlag, ja. Manches ist vielleicht schon vorgegeben, ja. Also das kann man, dieses himmlische Glück kann man schlecht beeinflussen. Also das ist, was wir eigentlich hinnehmen müssen. Das menschliche Glück ist schon anders. Das menschliche Glück, das bin ich. Ich, was ich mache, wie ich mich verhalte, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Denn was ich ausstrahle, das kommt natürlich gleich wieder zurück. Denn das kannst du doch selber wissen. Wenn du ein muriges, mauliges Gesicht hast, dann würden dich die anderen Menschen genauso betrachten. Und genauso ist es, wenn du mit einem fröhlichen Gesicht durch die Welt läufst, so wirst du auch was Fröhliches betrachtet bekommen. Also das heißt, das strahlt wieder zurück. Und das menschliche Glück ist noch viel, viel mehr. Also ich kann zum Beispiel Einfluss nehmen auf meine schulischen Qualitäten oder wie fleißig ich bin oder was ich selbst aus meinem Leben mache, wie kreativ ich bin. Ich muss ja noch nicht mal klug sein, denn im Endeffekt geht es doch nur darum, menschlich zu sein oder vielleicht auch kreativ zu sein. Also das heißt, ich kann dadurch mich selbst beeinflussen und in eine neue Situation bringen. Bin ich aber faul und habe keine Lust für irgendetwas und vielleicht auch sogar noch mit schlechten Emotionen, so wird sich das natürlich auch auf mein Leben auswirken. Also das heißt, das himmlische Glück kannst du nicht beeinflussen, das menschliche Glück kannst du beeinflussen. Und das irdische Glück, das ist das Feng Shui, das kannst du auch beeinflussen. Aber nur natürlich, wenn du bereit bist, dein menschliches Glück selbst in die Hand zu nehmen. Beim irdischen Glück sprechen wir um die Umgebung, wo ich bin. Natürlich kann ich jetzt nicht davon ausgehen, wenn jetzt irgendwo Krieg ist, dass ich gutes Feng Shui mache. Denn das beeinflusst mich natürlich auch. Aber ich kann mich gut betten, ich kann mich selbst pflegen, ich kann ein Umfeld mir selbst so gut es geht wählen. Das heißt, ob ich jetzt gut schlafe oder weniger gut schlafe, wirkt sich ja schon auf mein Leben aus. Also mit Feng Shui kann ich herausfinden, wo es mein guter Platz ist, wie ich ausgerichtet bin, wo ich meinen Schreibtisch zum Beispiel hinstelle. Und wenn ich wieder gerne in die Arbeit gehe und wenn ich wieder glücklich bin, dann, klar, ist es wieder mit dem menschlichen Glück zusammen. Das bedeutet, wenn ich gut ausgeschlafen bin, habe ich viel mehr Energie, viel mehr Kraft und das wirkt sich wieder auf mein menschliches Glück aus. Ich kann dann mehr arbeiten, habe vielleicht kreative neue Ideen und so weiter. Ja? Also das heißt, das Schicksal wird uns auch immer wieder begleiten. Wir können manchen Schicksalsschlag vielleicht nicht ausweichen, aber wir können das menschliche Glück und das irdische Glück beeinflussen. Also wenn man jetzt alles mit ein Drittel belegt, ein Drittel himmlisches, ein Drittel menschliches, ein Drittel irdisches Glück, so ist es ganz einfach, kann man sagen, das Feng Shui würde fast 50% einnehmen. Denn wenn ich mein Feng Shui verändere, verändere ich ja gleichzeitig mein menschliches Glück. Denn meine Emotionen, vielleicht meinen Erfolg, meine Energie, mein Elan. Oder vielleicht, wenn ich ganz schlechtes Feng Shui habe, eben auch das Gegenteil. Also das heißt, dann habe ich keinen Erfolg oder bin vielleicht schlapp, habe keine Lust zu arbeiten und vieles, vieles mehr. Also drum, die kosmische Dreiheit, die ist deshalb so interessant, weil du eben dein Glück eben mit Feng Shui auch beeinflussen kannst. Dann wünsche ich dir erstmal gutes menschliches Glück und veränder dein irdisches Glück. Deine Petra.